Nächstes Mal geht es um zwei weitere Parameter für Verteilung, und zwar um Schiefe und um Kurtosis. Schiefe hatten wir schon bei Median und arithmetisches Mittel, bei dem Verhältnis gesehen, dass man daraus ableiten kann, ob etwas sozusagen positiv links steil rechts schief ist oder etwas negativ links schief rechts steil. Und das alleine reicht dem Statistiker natürlich nicht aus. Da müssen weitere Maße her. Man will nicht nur wissen, dass etwas in einer bestimmten Art und Weise schief ist, sondern auch, wie schief eine Verteilung ist. Dafür gibt es eben das Maß Schiefe. Das zweite, was wir uns anschauen werden, ist Kurtosis. Das ist ein Maß für die Wölbung von Verteilungen, wie spitz sozusagen die Verteilung ist oder wie flach die entsprechende Verteilung ist. Und für beides gibt es Indizes, die man berechnen kann, und das werden wir dieses Mal tun. Ich fange in diesem Fall mal an, indem ich hier etwas rüberzaubere und ausgehend von den Definitionen, von den Formeln, werden wir das Ganze aufbauen. So, Schiefe ist definiert durch diese Formel. Wir nehmen jeden Wert, ziehen davon wieder den Mittelwert ab. In diesem Fall nehmen wir es hoch 3, summieren die einzelnen Geschichten auf und teilen es dann durch n, durch die Anzahl, mal die Standardabweichung ebenfalls hoch 3. Das ist die Formel für Schiefe. Formel für die Kurtosis kommen wir gleich noch zu. Wir bleiben erstmal bei der Schiefe und berechnen, stellen uns eine Formel zusammen oder eine Berechnung für einen Index für Schiefe. So, das nehmen wir mal hier rüber. So, tatsächlich ist es so, dass diese Werte nicht so häufig berechnet werden. Ich tendierte immer dazu zu behaupten, dass im archäologischen Zusammenhang beide Werte eigentlich kaum vorkommen. Bin inzwischen ein bisschen eines Besseren belehrt worden, dass in der Kölner Bandkeramik standardmäßig für Steingeräte zum Beispiel Schiefe und Kurtosis für die Verteilung berechnet werden. Also schwäche ich das Ganze ab. Also im archäologischen Rahmen werden diese beiden Werte selten berechnet. Dennoch lohnt es sich, dadurch, dass es passiert und dadurch, dass es grundlegende Eigenschaften von Verteilungen sind, das mal gesehen zu haben, wie man das Ganze tut. Selten berechnen werden sie auch vielleicht im Allgemeinen, weshalb in R standardmäßig in der Grundinstallation keine Funktionen vorhanden sind, um diese Werte direkt zu berechnen mit einem einzigen Befehl. Jetzt könnte man hergehen und entsprechend Pakete installieren, wie zum Beispiel das Paket Psych, in dem eine Funktion enthalten ist oder die Funktionen für Schiefe und Kurtosis enthalten sind. Aber wie man Pakete installiert, haben wir schon gesehen. Das ist langweilig. Deswegen werden wir uns unsere Funktionen einfach mal selber schreiben. Gute Gelegenheit, um zu sehen, wie man in R Funktionen auch selbst definiert. So, eine Funktion in R hat nicht nur in R, aber in diesem Fall speziell in R, hat eigentlich immer einen Ausgabewert, das, was wir aus der Funktion rausbekommen wollen, und ein oder mehrere Eingabewerte, das, was wir in die Funktion stecken, mit dem die Funktion dann irgendetwas tut, um daraus den Ausgabewert zu produzieren. Wir nennen unsere Funktion, eine Funktion hat auch eigentlich immer einen Namen, der Name, mit dem wir sie aufrufen wollen, wir nennen diese Funktion einmal Schiefe. Und um eine Funktion zu definieren, schieben wir, letztendlich ist das eine Variable, wir schieben in diese Variable eine Funktion hinein. Sie wird also mit einer Funktion belegt, und ähnlich sind auch alle anderen Funktionen in R gestaltet, dass wir eigentlich immer Variablen haben, die gegebenenfalls Funktionscharakter bekommen. Und der Rumpf einer solchen Funktion sieht eigentlich immer gleich aus. Wir haben hier diesen Bereich Funktion, das wird dort reingesetzt, und dann in geschweiften Klammern einen Bereich, in den
unsere eigentliche Befehlskette hineingeschrieben wird. Wie gesagt, eine Eingabe- und eine Ausgabevariable. Also in diesem Fall brauchen wir eine Eingabevariable. Das wird unsere Datenreihe sein, die, für die die Schiefe berechnet werden soll. Ich nenne sie einmal x und schreibe sie hier rein. Alles, was in diesen Klammern hinter Funktion steht, wird als Eingabevariable erwartet. Und mit der Eingabevariable kann ich dann Dinge tun. Und in meiner Ausgabevariable, meine Ausgabe kann ich erreichen, indem ich zum Beispiel hier einen Wert zurückgebe. Und wenn ich es mir mal einfach mache, einfach nur um diese Funktion zu testen, dann nehme ich meine Ausgabevariable, die ich schon mal skew genannt habe, und schiebe einfach x dorthin wieder zurück. Wenn ich diesen ganzen Bereich ausführe, dann wird diese Funktion in R abgesetzt. Ich nehme jetzt schon mal eine Testvariable hier, die ich vorbereitet habe, eine Variable mit einer linkssteilen Verteilung. Und wenn ich jetzt diese Variable in meine Funktion schiebe, die momentan nichts anderes tut, als die Eingabevariable wieder auszugeben, Schiefe von links steil, wenn ich das ausführe, bekomme ich genau das zurück, nämlich meine Eingabevariable wieder ausgegeben. Gut, aber wir wollen ja ein bisschen mehr damit machen. Wir wollen tatsächlich den Schiefeindex berechnen. Und dazu nehmen wir die Formel mal wieder als Arbeitsanweisung und arbeiten ab, was in dieser Formel steht. Also zuerst einmal müssen wir von jedem x den Mittelwert abziehen. Das ist also x bekommen wir hier rein, tatsächlich als Eingabevariable, so habe ich sie benannt, minus min von x. Dann haben wir hier einen Skalar, der ausgerechnet wird, also den Mittelwert. X ist eine Datenreihe. Wenn ich eine Datenreihe mit einem Skalar verrechne, dann bekomme ich eine Datenreihe, einen Vektor wieder zurück, bei der auf jeder Stelle diese Rechenoperation durchgeführt worden ist. Das ist ja auch das, was wir wollen. Noch einmal diesen gesamten Block hier ausgeführt. Und mein Min von links. Reingefallen. Genau, hier passiert nämlich natürlich noch nichts, weil ich das erst einmal wieder in eine Variable hineinschieben muss. Ich verändere jetzt einfach mal x, schiebe das in die Ausgabevariable, die übrigens nicht skew heißen muss, aber in diesem Fall finde ich das ganz naheliegend und gebe diese Ausgabevariable am Ende wieder aus. So, okay, und jetzt haben wir hier unsere Funktion ausgeführt, die von jeder Stelle den Mittelwert abzieht und dann entsprechend ausgibt. Auch das ist noch nicht besonders aufregend. Wir wollen das Ganze erst einmal noch hoch 3 rechnen und dann über das Ganze noch die Summe bilden, wie es in unserem Zähler hier oben vorhanden ist. Also wir bilden die Summe aus, x minus Mittelwert von x, das Ganze hoch 3. Und ich benenne diese Variable jetzt hier einmal Zähler. Und damit schiebe ich jetzt einfach den Zähler hier in diese Funktion, lasse mir das ausgeben. Das Ergebnis ist in diesem Fall schon mal genau eine Zahl, weil wir die Summe über diese Datenreihe bilden, bei der von jeder Stelle der Mittelwert abgezogen wird, das Ganze hoch 3 gerechnet wird. Wir bekommen eine Zahl also raus und das ist auch die Ausgabe jetzt unserer Funktion. Mit dem Zähler wollen wir aber natürlich noch etwas anderes anfangen. Wir müssen nämlich noch den Nenner dieser Funktion dort einbauen, also Zähler durch. Und hier steht eigentlich auch wieder eine Handlungsanweisung drin, also n. N ist die Länge, die Anzahl der Stellen in x, length von x, mal, und in diesem Fall dann die Standardabweichung SD von x, das Ganze, oder die Standardabweichung hoch 3. Damit haben wir jetzt diese Funktion abgearbeitet. Wir haben den Zähler, wir haben hier den Nenner,
Wir teilen den Zähler durch den Nenner und unser skew-Wert kommt dabei heraus. Und mit dieser Funktion sollten wir jetzt den Schiefe-Index berechnen können. Und das ist hier am Ende auch herausgekommen. Wir haben hier jetzt eine Schiefe von 1,4. So. Was heißt das? Ich zaubere jetzt nochmal etwas hinein, indem ich eine Normalverteilung dagegen plotte. Ich bin ja auch beim letzten Mal gefragt worden, wie man Funktionen plottet. Das Einfachste ist eigentlich, dass man sich eine Sequenz von Zahlen erstellt. In diesem Fall von minus 5 bis 5. Insgesamt sollen es 100 Zahlen sein. Die bekommen wir dann hier ausgegeben als x. Und indem man dann die entsprechende Funktion für diese x ausführt, in diesem Fall ist die Funktion eine Normalverteilung, die den Mittelwert der Verteilung hier links steil haben soll und auch die gleiche Standardabweichung links steil. Und diese Funktion lasse ich mir jetzt ausgeben. Ich mache aber vorher noch ein neues XL-Fenster auf, einen neuen Plotbereich, damit wir unsere Funktionsgleichung hier oben weiterhin sehen können. Und führe das einmal aus. Jetzt haben wir hier dargestellt eine Normalverteilung. Und wenn wir dazu ein Liniendiagramm erstellen mit einem Dichteplot unserer Linkssteil-Variable, und das machen wir ganz, das machen wir mal in Rot, call gleich red, und es dann drüber packen, dann sehen wir hier die Normalverteilung, die als Basis im Grunde genommen dienen kann, da sie symmetrisch ist. Die Normalverteilung, es muss in diesem Fall keine Normalverteilung sein, bei der Kurtosis ist die Normalverteilung der Ausgangsbereich, aber es geht auf jeden Fall um eine symmetrische Funktion und die als Basis dient und diese rote Funktion, Verteilung, unsere Linkssteilverteilung weicht von der Symmetrie ab. Sie ist linkssteil. Oder auch positiv schief, denn der Modus, dann auch der Median wird vor dem Mittelwert sein, weil wir hinten einen Datenschwanz haben, der hier ausläuft. Deshalb ein positive Schiefe. Und der Index, der schiefe Index, sagt uns eben einerseits positiv und andererseits eben der Zahlenwert für diese Schiefe ist 1,4. Wenn wir das gleich jetzt mal mit einer anderen Verteilung durchspielen, ich habe hier mal eine recht steile Verteilung mit vielen Dreien, eine 2, eine 1, und ich nehme jetzt mal den ganzen Bereich hier runter und ersetze alles, was vorher links steil war, durch rechts steil. Dieser Stelle, an dieser Stelle und für die schiefe Berechnung selber. In diesem Bereich, dieses x kann ich mir sparen, denn es bleibt gleich, es ist das gleiche x, was wir dort oben haben. Hier. Also führen wir mal in diesen Bereich bis hierhin aus. Wir haben jetzt hier wieder die symmetrische Verteilung dahinter gesetzt, die Normalverteilung in dem Fall. Und wir sehen hier die asymmetrische Verteilung, die wir bei unserer rechtssteilen Verteilung haben, wo wir hier den Schwanz haben und hier hinten jetzt den Peak. Somit ist das Ganze negativ schief. Und wenn ich den Schiefewert ausrechne mit meiner Funktion, dann bekomme ich ja auch eine negative Schiefe, die größer ist als meine positive Schiefe bei meinem Linkssteilwert. Wenn man sich das hier anguckt, dann haben wir hier auch weniger Einsen, als wir hier Dreien haben. Von daher, und der Schwanz ist anders, von daher ist diese Steilheit eben auch eine andere. Eine stärkere Steilheit, die sich hier ausprägt. Gut,
Das ist die Berechnung für den Index für Schiefe. Das war Teil 1. Kommen wir zur Kurtosis. Die Kurtosis ist ein Maß eben für die Wölbung einer Verteilung und die basiert auf, also erstmal ist es eigentlich ein allgemein ein Maß für die Wölbung. Sie wird aber meistens so skaliert, dass die Normalverteilung die Grundlage ist. Also die Normalverteilung hat die Idealwölbung oder die Wölbung, die als 0 gesetzt wird. Die ist bei 3. Deswegen steht hier in der Formel am Ende auch das minus 3. Damit verschieben wir den Wert so, dass die Normalverteilung eine Kurtosis von 0 hätte, eine Wölbung von 0. Alles, was spitzer ist, ist positiv. Alles, was flacher ist, ist negativ besetzt bei der Kurtosis. Wir haben eine ähnliche Formel, die wir hier angeben müssen für die Funktion. Und deswegen machen wir auch etwas sehr Ähnliches. Ich nehme hier einfach mal meine schiefe Funktion, um mir das Tippen zu ersparen oder zu erleichtern. Und kopiere sie hier runter und nenne die Funktion Kurtosis. Das ist wiederum eine Funktion, die einen Eingabewert erwartet. Der Zähler ist gleich, bis auf dass wir hier ein hoch 4 haben, was ich hier entsprechend ergänze. Der Nenner ist im Grunde genommen auch gleich, bis auf dass wir hier ein hoch 4 haben. Und jetzt müssen wir noch vom Ganzen eine 3 abziehen, damit wir diesen Teil der Formel auch erledigt haben. Und dann nenne ich mal meine Zwischenvariable Kurt und möchte Kurt auch ausgegeben bekommen. Und habe jetzt hier meine Funktion für Kurtosis an R übergeben und kann sie entsprechend benutzen. Zum Beispiel mit einer relativ flachen Verteilung, wie es diese hier darstellen würde. Wiederum nehme ich die Darstellung hier. Wie Sie schon haben, das x bleibt das gleiche. Und als Vergleich stelle ich mir wieder eine Normalverteilung dorthin mit den gleichen mit dem gleichen Mittelwert und der gleichen Standardabweichung. Die sieht jetzt dementsprechend so aus. Unsere Flachfunktion läuft natürlich weiter in diese Richtung, aber das reicht aus, um die Wölbung hier beurteilen zu können. Und wiederum plotte ich flach mit Lines darüber. Wir sehen hier eben, diese Verteilung ist flacher als die Normalverteilung. Sie läuft in einem sanfteren Bogen hier herüber. Und demzufolge ist auch die Kurtosis von flach negativ mit einer Flachheit von minus 1,4. Same procedure für eine steile Verteilung oder für eine spitze Verteilung. Spitz wird sie dadurch, dass ich hier ganz häufig die 4 habe. Demzufolge werden wir bei 4 natürlich einen ausgeprägten Peak bekommen. Wiederum das Ganze hier runter kopiert und flach durch Spitz ersetzt. Spitz, Spitz, Spitz und Spitz ausgeführt. In der grafischen Darstellung sehen wir hier ein ausgeprägtes Peak, das deutlich spitzer ist als das der Normalverteilung. Demzufolge haben wir auch einen positiven Kurtosiswert von 2, der uns eine Information eben darüber gibt, wie spitz diese Funktion, diese Verteilung ist gegenüber der Normalverteilung. So, also zwei Funktionen, zwei Möglichkeiten, letztendlich zwei Formeln,
um Indizes für die Schiefe und die Wölbung von Verteilungen zu berechnen, die auch so allgemein angewandt werden. Und als Lernelement in diesem Fall auch noch, wie man Funktionen in R erstellt, also dass wir immer diesen Rumpf haben, in dem etwas in einer Funktion passiert, diesen Befehl Function, dass wir in der Variable eine Funktion definieren wollen, mit einem Übergabewert, und ein Rückgabewert wird am Ende der Funktion ausgegeben und für weitere Anwendungen steht diese dann bereit. So viel zu diesem Bereich deskriptiver Statistik. Und das nächste Mal fangen wir an mit statistischen Tests. Also wir verlassen den deskriptiven Bereich und gehen in die beweisende Statistik und fangen mit nicht-parametrischen Tests an.